Ich schaue jetzt nochmal auf der Karte nach, wo wir überhaupt, wo wir überall eigentlich jetzt schauen müssen, wo wir Medizin abbrechen sollen. Wahrscheinlich bin ich hier falsch. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt einfach um das Haus mal rum. Ach komm, ich gehe jetzt trotzdem rein. Nicht, dass ich da irgendwas. Ah, Schloss knacken brauchen wir nicht. Gehen wir doch hier rum. Und schauen, dass wir jetzt jedem die Medizin verabreichen. Ich gehe mal davon aus, dass der. War ich hier schon? Ich glaube schon, gell? Gut, da wird keiner mehr rumliegen. Ich probiere es jetzt trotzdem nochmal in dem Haus. Nicht, dass ich hier doch noch was zu tun habe. Hatte ich ja schon mal angemerkt, ich bin in solchen Sachen immer relativ schlecht. Also, wie soll ich sagen, es liegt nicht am Orientierungssinn, es liegt einfach daran, dass ich mir oft einfach nicht merken kann, wo ich eigentlich schon wirklich war. Und bei doch relativ großen Suchgebieten fällt mir das manchmal etwas schlecht. Satzeit 93, nein, wir essen nichts. Petrischka. Du bist zurück? Ja, und ich habe etwas, das dich gesund machen wird. Guter Gott im Himmel, wir danken dir für deine Gnade. Trink das und verteile es an alle im Haus. Ich habe auch jemanden mitgebracht, der sich um euch kümmern wird, bis ihr wieder gesund seid. Danke, barmherziger Samariter. Das ist gut. Das war jetzt Nummer 1 hier. Also das Haus da oben und wieder bin ich bei meiner Traumvorstellung, alle Karten in Spielen, dass man was einzeichnen könnte. Ich würde jetzt hier ein X hin machen. Haus erledigt. Denn wer weiß, was uns unterwegs dann immer noch mal so passiert. Hier gegenüber ist auch noch jemanden. Ist auch noch ein Haus. Mal schauen, ob die auch Hilfe benötigen. Geht's hier rein? Ach, von hier sind wir gekommen, oder? Nee, das ist der Stroh. Ich will nicht reden. Dessen Frau ist ja gestorben. Dorfbewohnerin. Oh, nein, mein Gott. Ich will schlafen. Da kümmert sich der Nikodemus drum. Schloss knacken, sehr leicht, brauchen wir nicht. Wo geht's hin? Das Haus haben wir. So, wer braucht noch Medizin hier? Ich ertrage das nicht länger. Ja, ich komme ja schon und helfe dir. Gott! Geh weg! Lass mich in Ruhe. Ja, ich will dir Medizin geben, oder macht das die Hanke schon? Was? Nein, hau ab! Geh weg! Tja, wenn die sich natürlich auch alle nicht behandeln lassen, macht's nicht einfacher mit meiner Suche hier. Ah gut, wir haben da drüben nochmal zwei Häuser. Das müssten die hier dann sein. Ja, ist gut. Das knacken sehr leicht. Hier. Aber. Nein, lass mich. Scheiße. Hau ab. Wofür bestrafst du mich? Du bist zurück. Natürlich. Versprochen ist versprochen. Ich hatte keine Zweifel. Hast du das Testament übergeben? Nein. Noch nicht. Noch nicht. Zaudere nicht länger, bitte. Auf dem Sterbebett muss man alles in Ordnung bringen. Keine Sorge. Ich habe ein Heilmittel aus Sasau. Trink das regelmäßig. Du und alle anderen im Haus. Ein Heilmittel? Du hast Hände aus Gold. Aus purem Gold. Gott segne dich. Ist die Frage, ob ich jetzt immer noch das Testament hinbringen muss? Oh mein Gott. So, wo fehlt's denn jetzt hier? Schauen wir nochmal. In der Hütte wird ja keiner wohnen hier drüben, oder? Nee, es ist ein Stall.
Checken wir nochmal die Questlog. Aber ist noch aktiv, oder? Ne, Moment. Vergeltung. Verhöre den gefangenen Marriott. Letzte Welle der Schatz, die Seuche. Gib den Kranken als Heilmittel. Tja. Welcher Kranke fehlt jetzt noch? Also das erste Haus haben wir gemacht. Hinten beim Krämer könnte es noch fehlen. Hier war nichts mehr, gell? Nicht, dass da noch hier irgendein Bediensteter drin wohnt oder so. Nein. Hier waren wir drin. Ich hoffe, dass der Radius natürlich auch entsprechend stimmt, den mir das Spiel hier anzeigt. Wie spät ist es denn jetzt eigentlich hier? Kurz vor 7. In dem Haus müssten wir drin gewesen sein. Das Haus gehört nicht dazu. Aber ist das? Ich gehe trotzdem rein. Ah, das war das mit dem Schloss, gell? Schloss knacken. Hier waren wir überall. Auch die Frage, ob der Gefangene zu den Kranken dazuzählt. Ja gut, krank ist er. Wir wissen ja, dass er auch krank ist. Aber jetzt gehe ich nochmal hinten das letzte Haus hier ab. Ne, da waren wir drin, oder? Ne, waren wir nicht. Daniel! Oder? Bist du es? Wir müssen den Schlitten anspannen. Ja, ja, den Schlitten. Trink du nur das und alles wird gut. Ist das Weihwasser, Bruder? Ist es. Trink etwas davon und gib es auch den anderen im Haus. Bruder Nikodemus kommt dann und schaut nach euch. Aufgabe begonnen. Warte, bis sich die Lage geklärt hat. Das ist jetzt Teil der Quest hier. Ja, warte, sprich mit Melchior. Dann machen wir das jetzt auch noch schnell. Wegen dem Gefangenen, das müsste jetzt geklappt haben. Vorne beim See. Ah, ob es hier wohl auch Regenbogen gibt? Ich sehe keinen. So, wo ist Melchior jetzt? Questlog hier oder die Karte. Mal nachschauen. Sprich mit Melchior. So, das A ist für die andere Quest. Fragen und Antworten. Ja, dann bin ich natürlich hier falsch. Oder muss ich jetzt hier warten, bis die Lage sich geklärt hat? Ah, ne. Drüben, ich sehe es gerade oben am Kompass, da wo A und B ist. Also A und B sind auf demselben Marker. Jetzt muss also hier drüben irgendwo sein. Ist der da drin? Der ist da drin und ich komme nicht rein. Das knacken leicht. Ja, bei Tageslicht mache ich das jetzt nicht. Da ist er.
Ich habe herausgefunden, was die Ursache der Krankheit sein könnte. Und? Ihr solltet euer Trinkwasser überprüfen. Nikodemus und ich denken, dass es auf Gift hinausläuft. Nur nicht leicht, die Quelle zu vergiften, aber was ist mit dem Brunnen? Oh Gott, ich hasse es. Ich habe einen Verdacht. Ich auch. Schwein genützt also nicht, dass der junge Stroh hin ist. Diese Bastarde! Ist eine Leiche drin im Brunnen. Ich habe euch Hilfe gebracht, wie versprochen. Lässt du mich zum Gefangenen? Sicher lasse ich dich, natürlich. Mein Junge, wenn dein Trank wirklich gegen diese Geißel hilft, hast du im Dorf freie Hand. Ob ich die Seuche besiegen konnte, wird sich erst zeigen. Es wird ein paar Tage dauern, ehe das Heilmittel seine Wirkung zeigt. Aber allein die Tatsache, dass es jemanden kümmert, bedeutet uns viel. Ach, was wird denn hier Heinrich gerecht? Ah, das ist ja irgendwie von oben herab, gell? Danke, Herrn Ratzig. Es war sein Wille, dass euch geholfen wird. Herr Ratzig ist ein guter Herrscher. Nie wieder verliere ich ein schlechtes Wort über ihn. Gut so. Jetzt öffne den Schuppen. Mach's gut. Jetzt warten und sehen, was passiert. Aber wo ist Matthias eigentlich? Oder war das nicht der Gefangene? Ich hatte ein bisschen Schatz. Sprich mit Matthias. Machen wir das als nächstes. Ist die Frage, ob ich mit Matthias... Naja doch, müsste ich reden können. Hoffentlich lebt er überhaupt noch. Ich habe entdeckt Pferdehändler. Da ist Matthias. Umhauen. Heinrich, welch erfreulicher Anblick. Was tust du hier? Freut mich auch, dich zu sehen, Matthias. Ich untersuche in Herrn Ratzigs Auftrag den Überfall. Herr Ratzig? Wie es scheint, hast du es weit gebracht, Kumpel. Du bist sein Gesandter? Ah, so in der Art. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Freut mich jedenfalls, dass du Arbeit hast. Viele unserer früheren Nachbarn müssen betteln gehen. Wenn ich du wäre, würde ich schleunigst von hier weggehen. Hier geht irgendeine Seuche um. Eine Seuche? Die Leute sagen, es ist die Pest. So oder so, es ist schlimm. Es begann am Tag nach dem Überfall. Zuerst wurden die Pferde krank, dann anderes Vieh und jetzt die Leute. Scheiße. Ja, wir tun jetzt einfach mal so, der Matthias ist wahrscheinlich hat Wundfieber. Nicht weiter aufregen, wir wissen ja, was Sache ist. Bist du in Ordnung? Naja, zumindest habe ich mir nichts eingefangen. Aber du wurdest verwundet. Beim Angriff fiel so ein verfluchter Bandit auf mich drauf, mit Pferd und allem. Mein Arm ist gebrochen, aber besser der Arm als der Hals. Erzähl mir von dem Überfall. Was willst du wissen? Wie ich hörte, konntet ihr einen Banditen gefangen nehmen. Ich möchte ihn befragen. Yep. Der alte Melichar gab ihm eins mit dem Flegel auf die Rübe. Er hockt nun in der Scheune, aber sei vorsichtig. Wieso das? Der Scheißkerl hat den jungen Stroh abgemurkst und sein alter Herr wetzt schon die Sichel. Melichar hat noch nicht entschieden, was mit ihm geschehen soll. Ich verstehe ja, dass der alte Stroh Rache will, aber zuerst muss ich den Schurken verhören. Was danach geschieht, juckt mich nicht. Dann viel Glück. Kannst du die Kerle beschreiben? Weiß nicht. Sie kamen abends, also konnte ich ihre Gesichter nicht erkennen. Es waren um die 20, aber keine Kumanen. Sie sprachen Tschechisch.
Du hast mit ihnen geredet? Diese Bande. Nein, nein, sie haben uns angebrüllt. Waren sich ihrer Sache anfangs sehr sicher. Aber als wir sie in die Wälder jagten, sahen sie nicht so tapfer aus. Ich weiß, dass es euch an Mut nicht mangelt. Aber wie kann sich ein Haufen Dörfler gegen bewaffnete Banditen behaupten? Einer der Jungs sah sie durch die Wälder streifen und benachrichtigte Melichar. Der weckte das ganze Dorf und alle schnappten sich, was es zu schnappen gab. Mistgabeln, Äxte, Flegel. Und dann stellten wir sie. Was? Ihr seid gegen sie ins Feld gezogen? Jawohl. Und das war der Schlüssel. Denn damit hatten diese Hurensöhne nicht gerechnet. Ein paar von ihnen gelang es trotzdem, zum Dorf durchzubrechen. Vermutlich wollten sie es in Brand stecken. Aber selbst die Weiber waren bewaffnet und überraschten die Bastarde eiskalt. Wie ich hörte, konntet ihr einen Banditen gefangen nehmen. Gut, das wissen wir natürlich schon alles. Ja, der alte Melichar gab ihm eins mit dem Flegel auf die Rübe. Er hockt nun in der Scheune. Wieso das? Der Scheißkerl hat den Jungen Stroh abge... Das hat man schon. Okay. Ich verstehe. Dann viel Glück. Kann ich dich etwas über Merhuyet fragen? Ich bin noch nicht lang genug hier, um viel zu wissen, aber nur zu. Wo wohnt dieser Melichar? Wenn du die Stelle durch das Haupttor verlässt, siehst du zwei Hütten. Melichar wohnt in der linken. Wie ist Melichar so? Die Leute hier sehen zu ihm auf. Smil hatte das Sagen, aber der starb in Neuhof. Ich weiß. Herr Hanusch hatte keine Zeit, einen neuen Vasallen zu ernennen. Und da die Leute einen Fürsprecher brauchen, wählten sie Melichar. Gott sei Dank war jemand. Aber irgendwas stimmt mit dem nicht, habe ich so das Gefühl. Ja. Was kannst du mir über den alten Stroh sagen? Er ist Holzfäller. Ein zäher Bursche und ein Hitzkopf. Er ist außer sich, seit sein Sohn tot ist. Zu trauern ist völlig normal. Kommt drauf an, wie. Die Leute fürchten, dass er den Verstand verliert oder sich zu Tode säuft. Noch dazu hat seine Frau die Seuche und er kümmert sich nicht um sie. Das müsste gewesen sein, oder? Weil über die Seuche brauchen wir ihn nicht befragen. Das ist jetzt aus dem Questlog raus. Ja, ist raus. Warte, aber das Heilmittel wirkt. Ja, das gehört beides zusammen. Bring das Testament zum Sasauer Gemeindepfarrer. Wie weit ist denn der weg? Der Johann. Beste Grüße. Grüß dich, Johann. Lass uns handeln, es ist der Pferdehändler. Was ist hier geschehen? Es steht schlecht um uns. Sehr schlecht. Zuerst überfallen uns diese Briganten und wir kommen gerade so davon. Und dann wütet die Pest. Die Pest, sagst du? Jawohl. Die Dinge im Dorf stehen gar nicht gut. Sogar das Vieh verendet. Ist ein grauenvoller Anblick. Okay, es ist alles. Danke. Das wäre das erste alles. Ah ja, okay. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 4.900. Grundlagen des Reitens. Länge, das würde ich sagen, kaufen wir uns. Ja, Sattel brauche ich jetzt nicht unbedingt einen größeren. Ist die Frage der Jagdsattel, das habe ich... Die sind leichter als normale Sättel. Reise-Rittersporen, Schabracken, Stallburschen-Zaumzeug, was bringt denn das? Dank dieses Zaumzeugs aus Leder am Kopf des Pferdes behält der Reiter sein Tier besser unter Kontrolle, was nicht nur beim gewöhnlichen Reiten wichtig ist, sondern auch beim berittenen Kampf oder auf der Flucht. Zaumzeug, Zugtier, Hufeisen. Hufeisen für Arbeitspferde, die aus dem Schutz der Hufen keine Funktion erfüllen. Tatsächlich brauche ich momentan erstmal nichts. Komm, wir schließen den Handel auch direkt hier ab. Grüße. Grüße. Gott behüt dich. Sag mal, muss ich vielleicht den
Muss ich den Stall wieder zumachen, wo der Gefangene drin steckt? Schauen wir nochmal. War das hier, oder? Da wird eine Zeit lang vergehen. Kann ich denn die Tür zumachen? Ich würde sie gerne abschließen, dass der Stroh nicht rein kann. Was? Hat er gesagt, lass auf? Hast du was gesagt? Absperren würde ich es gerne. Gut, wenn wir jetzt ein bisschen Zeit vergehen lassen, dann werden wir vielleicht das Testament zum Sasa Pfarrer bringen. Das könnte man eigentlich machen. Liebeswerben, was haben wir noch? Kostspielige Schlägerei. Das Kloster will, dass Matthäus und Fritz die Kosten für die Wundvorsorge begleichen. Das scheint mir nicht richtig. Ich finde heraus, warum Matthäus und Fritz im Kloster Geld schulden. Das ist natürlich auch eine Sache. Das sind die einzigen, die jetzt gerade offen sind. Letzter Wille, die Seuche. Was haben wir hier für Akteure? Zum Sasauer Gemeindepfarrer ist natürlich auch ein weiter Weg, gell? Samopesch, auf alle Fälle könnte man da mal bei Tageslicht drüber reiten. Ist da was? Ich glaube, das machen wir. Warte, bis sich die Lage geklärt hat. Ja gut, dann können wir mal durch Samopesch durchreiten. Dann können wir uns die Orte von bei Tageslicht anschauen. Da ist Kowalski. Also mal schauen, müssen wir natürlich erstmal nach Westen. Rovna. Also aus dem Ort raus. Da oben ist das Heerlager, gell? Kampfplatz. Kann ich da was lernen? Kampfstein, Kampfplatz. Ne, wir bringen das Testament zurück. Aus dem Dorf raus. Dann die. Was gibt's denn hier? Neue DLC-Quest. Samopesch. Hinweisgeber-Quest. Neue DLC-Quest. Vielleicht auf dem Rückweg? Ja. Vielleicht auf dem Rückweg. So, dann schauen wir uns mal Samopesch per Tageslicht an. Ja. Das ist die zweite links, gell? Und da wir jetzt in der Ecke noch nicht waren, macht es auch wirklich Sinn, dass wir hier noch keine Schnellreise machen. Was ist da unten für eine Ortschaft? Oder das Haus da unten? Entdeckt man ja auch ein paar interessante Sachen. Sturmschäden. Schauen wir mal hier vorbei. Da sind wir des Nächtens auch mal durch. Hey, wer ist da? Guten Tag. Guten Tag. Grüß Gott. Was ist hier geschehen?
Es steht schlecht um uns. Sehr schlecht. Zuerst überfallen uns diese Briganten und wir kommen gerade so davon. Dann wütet die Pest. Die Pest, sagst du? Jawohl. Die Dinge im Dorf stehen gar nicht gut. Sogar das Vieh verendet. Ist ein grauenvoller Anblick. Danke. Das wäre fürs Erste alles. Mach's gut. Okay. Hey, ist da jemand? Ja, da ist jemand. Jesus! Ja, was, wieso? Was ist los? Was habe ich angestellt? Ja, dann. Wiederschauen. Ich sehe schon, ich bin hier nicht allzu willkommen. Aber gut, in Zeiten der Not. Ja, was zum. Sie hat ja recht. Ich bin auf ihrem Grundstück. Schauen wir mal weiter nach Samopesh. Und dann reiten wir mal hier in einem langsamen Galopp. Oder ist es Trab? Ich habe keine Ahnung. Vom Reiten nicht allzu viel Ahnung. Galopp ist der schnelle Trab, das Trab ist langsamste. Egal. Wir sind auf alle Fälle nicht allzu schnell unterwegs. Ein bisschen die Landschaft genießen und vielleicht noch etwas entdecken. Es gibt ja immer wieder doch so kleine Geheimnisse, die hier auf uns warten. Lauern ist jetzt falsch. Da hinten ist das Kloster von Sasau? Schon, oder? Da unten ist Samopesh. Das muss das Kloster von Sasau sein, das wir hinten gesehen haben. Bienenstock entdeckt. Hier gibt es auch noch eine Quest. Hört sich auf alle Fälle ganz interessant an. Und hier auch, was haben wir hier? Kloster, ebenfalls eine Quest. Unerforschter Ort. Dann schauen wir doch mal nach diesem unerforschten Ort. Ja. Waldgarten. Gut, mittlerweile weiß ich ja, ich suche aber keinen Baldrian, ich suche Tollkirschen. Ich wüsste gar nicht, wie das Gestrüpp aussieht. Baldrian. Gut, kann ich aber auch mal mitnehmen. Tollkirschen brauche ich für den Retterschnaps. Was gibt's hier? Tollkirschen. Ist die Frage, wachsen die Sachen hier nach? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die wahrscheinlich in etwas Spielzeit, sagen wir hier, Beinwell. Komm, nehmen einfach mit. Wer weiß, was wir noch alle für Tränke brauchen. Ich meine, ich werde sicherlich kein großer Alchemist werden, aber den einen oder anderen sinnvollen Trank, weil es gibt doch sehr, sehr viele Tränke. Da fängt schon mal an, dass ich mir bei den meisten dann gar nicht merken kann, in der Masse, was sie denn alles können. Vor allem, wenn ich sie nur selten benutze. Aber immerhin haben wir jetzt hier den Kräutergarten. Doch ein paar gute Sachen gefunden. Ist das der unerforschte Ort? Nee, noch nicht. Ein Kräuterkundler.
Kräuterkunderin. Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Aufgabe begonnen, sieh nach den Banditen. Warte, ob das Heilmittel wirkt. Okay, dann müssen wir schnell zurückgehen. Lass uns handeln. Was gibt's denn hier? Gräser und Kräuter. Ein Fertigkeitenbuch zum Thema Kräuterkunde. Das nehmen wir mit. Hahnenschreitrank. Stellt Energie wieder her. Macht müdig. Okay. Zurück. Vielleicht kaufen wir noch ein paar Sachen ein. Gift. Anderskraut, Kamille, Kamillensud. Was macht denn der Kamillensud? Über einen längeren Zeitraum hinweg regeneriert, binnen 5 Stunden 200 Lebenspunkte, kann zusammen mit Ringelblumen aufgesonnen Lazarus-Elixieren angewendet werden. Den nehme ich mit. Liebestrank. Braucht man nicht. Puppenmachertrank. Was? Dein ganzer Körper ist wieder stark und kannst dich mit größter Mühe bewegen. Deine Kampffertigkeiten mit oder ohne Waffen sind für 10 Minuten. Ist da was? Ich nehme da auch mal einen mit. Rezept für Gift. Wer Ratten oder Straßenköder vergiften oder Wildködern will, möge es mit diesem Trank versuchen. Das darf jedoch nicht getrunken werden und sollte gut als Gift gekennzeichnet werden, sodass niemand davon koste. Rezept für Katerbier. Gift kann ich doch, glaube ich, schon, oder? Katerbier. Wer sich dem Dämon Alkohol hingegeben hat, möge hiervon trinken und auf dass dieser Trank das Üble aus dem Leibe austreiben und seinem Magen und Kopf Frieden schenken möge. Kater kriegen wir nicht wirklich. Puppenmacher, Rezept für Salbe, was macht denn die? Rezept für Strauchdiebtrunk, Trank des Verderbens. Ganz schön teuer, die Bücher. Den Strauchdiebtrunk, den werde ich mir mal besorgen. Oh, hier gibt es eine Schatzkarte. Die nehmen wir mit. Strauchdiebtrunk. Dann nehmen wir auch mal 2 mit. Trank des Verderbens. Dieser Trank verursacht starke Übelkeit und massive Gesundheitsschäden, die im Tode münden. Die Gesundheit wird schrittweise um 110 Punkte geschwächt. Was kostet denn der? Er ist teuer. Ist da was? Wir kaufen jetzt nochmal das ganze Zeug hier auf. Was hier so günstig ist. Falls wir selber nochmal Tränke brauen müssen, nehmen wir das alles mal mit hier. Kostet ja nichts. Das kostet wirklich nichts. Okay. Warenkorb prüfen. Auch hier werde ich den Handel direkt abschließen. Alchemitisch weiterentdeckt, das war jetzt aber der Ort, gell? Das heißt, ich kann jetzt wieder zurück. Ach, hier wird der Garten angezeigt. Sehr schön. Dann können wir doch jetzt wieder zurück. Schauen wir im Questlog lieber nochmal nach. Vergeltung, sieh noch den Banditen. Ja. Komm, wir sind ja nicht weit weg hier. So, Pebbles. Nicht, dass uns der Stroh nach unserem Banditen abmeuchelt. Nein! Da blieb er wieder hängen. Jetzt. Ja. Gut, beeilen wir uns. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen Schiss, dass uns der Stroh den... Ja, man kann den Ärger natürlich nachvollziehen. Ja. Aber wir müssen natürlich die Informationen rauskriegen aus ihm. Bin mal gespannt, ob er kooperiert. Ich glaube, was war denn da? Nichts. Ja. Jetzt nicht wieder ablenken lassen. Ja. Beiden.
ist denn jetzt die Aufgabe, Aufgabe B hier eigentlich nochmal? Okay, da müssen wir noch warten. Nein, das war nicht hier. Da hinten war's. Jetzt geht's dem also schon wieder besser. Wahrscheinlich, weil die Tür zu war. Willkommen. Willkommen zurück unter den Lebenden. Wer bist du? Ich bin Heinrich und ermittle im Auftrag von Herrn Ratzig-Kobilla. Oh, verstehe. Mit mir wirst du leichtes Spiel haben. Wie das? Ich werde dir keinen Ärger machen. Eine weise Entscheidung. Ich bin ein weiser Mann. Ich möchte, dass es schnell geht. Ich will den Rattaier Henker nicht unnötig aufhalten, wenn du verstehst. Ich verstehe. Was willst du wissen? Alles. Sag mir zuerst, wer hinter all dem steckt. Wem folgst du? Dem Gold, Junge. Jeder andere auch. Das ist nichts Neues. Aber wer hat dich bezahlt? Ich bekam meinen Sold von Wicht. Wie alle in Pribislawitz. Wicht wiederum bekommt sein Geld vom Anführer. Und der lässt es münzen. Falschgeld. Wer von den Banditen ist der Anführer? Denkst, er wäre ein Bandit? Wenn er das hörte, würde er deinen Kopf auf einen Pfahl stecken. Niemand weiß wirklich was über ihn. Nur, dass er kein Tscheche ist. Ein Fremder also? Ist er Deutscher? Glaube ich nicht. Aber sicher kein Tscheche. Und er hat Geld wie Heu. Würde meinen Hals verwetten, dass er ein Blaublüter ist. Wegen seinem Aussehen? Eher seiner Rede nach. Jeder kann sich wie ein Blaublüter kleiden. Aber er redete daher wie einer. Wo ist dein Anführer jetzt? Kein Schimmer. Nach Pribislawitz befahl er uns, Meerheue zu überfallen. Kam aber nicht mit. Ging sonst wohin. Aber ich schätze nicht, dass ihr lange vor ihm Ruhe haben werdet. Also befiehlt dieser Anführer alle Überfälle? Was sagst du? Ich sage, du siehst das alles falsch. Ach ja? Du willst wissen, wer das Sagen hat und wer wem gehorcht. Nun, Banditenlager sind kein Adelssitz. In Pribislawitz gab es alle möglichen Banden, große und kleine. Räuberbarone, die ihre eigenen Männer hatten und von ihnen mein Herr genannt wurden. Und gewöhnliche Strolche, arm wie Kirchenmäuse. Männer kamen und gingen. Viel Gezänk, Mord und Totschlag. Alte Freunde und alte Rivalen trafen aufeinander. Weißt du, was ich meine? Schätze schon. Es war ein einziges Durcheinander. Hauptsache, keiner stellte Fragen. Mir war es scheißegal, wer der Anführer war, was er im Sinn hatte und ob er ein Ei hatte oder zwei. Mir ging's nur ums Geld. Aha. Woher wusstest du von Pribislawitz? Wer brachte dich hin? Ein Kerl namens Moorcock. Wir lernten uns in der Nähe von Kuttenberg kennen. Ich raubte Bürger aus, die vor Sigismunds Armee aus der Stadt flohen. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir von Pribislawitz. Wozu der Angriff auf Meerhujet? Der Anführer selbst gab den Befehl. Schätze, er wollte den Herren in der Region zeigen, dass er noch lange nicht geschlagen ist. Also plant er weitere Überfälle? Der Anführer hängt ständig was aus. Pribislawitz war erst der Anfang. Und das Ende. Also wusstest du von den gefälschten Münzen? Natürlich. Ich brachte die Groschen nach Pribislawitz mit ein paar anderen Dingen. Wirklich? Wo kamen die gefälschten Münzen her? Du meinst, wo sie gefertigt wurden? Weiß nicht. Ein Händler namens Meinhard gab sie mir. Wir trafen uns immer bei den Kohlenmeilern in der Nähe von Rovna, bei der Kreuzung. Wie es der Zufall so will, soll ich ihn ungefähr jetzt dort treffen. Also wartet Meinhard dort. Vielleicht auch nicht.
Er könnte von Pribislavitz gehört und beschlossen haben, nicht zu kommen. Hm. Und weiß Menhard, woher die Münzen kommen? Woher soll ich das wissen? Für mich ist er bloß ein weiteres Glied in der Kette. Ich weiß nicht, mit wem er Handel treibt, so wie er nichts über mich weiß. Verstehe. Also hat es vermutlich keinen Sinn, dich zu fragen, ob du mehr über ihn weißt. Wäre Zeitverschwendung. Er übergab mir die Münzen und dann gingen wir getrennte Wege. Wer weiß noch von dem Geld? Außer dem Anführer, Menhard, Wicht und mir, nur ein paar andere. Die Männer bekamen aber auch richtige Münzen. Hätte sie stutzig gemacht, wenn alle frisch geprägt gewesen wären. Du sagtest, du hast auch andere Dinge geliefert. Welche? Briefe für den Anführer. Menhard gab sie mir und diesmal sollte ich Menhard auch eine Antwort überbringen. Hast du diesen Brief noch? Sicher doch. Diese Bauerntölpel hier interessieren sich offenbar nicht für Briefe. Dann her damit. Mit Freuden. Worum ging es in den Briefen? Glaubst du, man hätte sie mir anvertraut, wenn ich lesen könnte? Ich brachte sie lediglich zum Anführer und zurück zum Menhard. Das war alles. So, das könnte interessant werden. Mehr muss ich fürs Erste nicht wissen. Fürs Erste? Um Gottes Willen, lass ja nicht zu, dass mich der Henker verhört. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Ja, verfolgt, da hätte ich auch Angst. Das ist Herrn Ratzigs Entscheidung. Heinrich, der alte Stroh will sich den Räuber vorknöpfen. Oh. Tritt sofort beiseite, du... Verständlich, aber ratzig. Aber du kannst mich doch nicht einfach umbringen. Halt's Maul, du mieser, dreckiger Hund. Ich will kein einziges Wort hören. Du hast hier gar nichts zu sagen. Beruhige dich, Stroh. Na komm, nach allem, was er getan hat, wird er seine Strafe nach Bekommen. Schau halt verdammt nochmal nicht im Weg, Melcher! Heinrich muss das entscheiden. Schließlich hat er ihn gerettet.